Unser regionaler Anteil ist hier im Markt bei 42%. Das ist schon eine Hausnummer, glaube ich. Mittlerweile weiß der Kunde, dass wir nur Regionalität haben. Also zumindest vom Schweinefleisch, Rindfleisch her haben natürlich unsere Spezialitäten. Wir haben unser eigenes Schweinefleisch von dem Willi Steffens. Das ist unser Schweinefleischbauer direkt hier nebenan. Der hat eine Duro-Kreuzung, ein Rasseschwein, exklusiv für uns gezüchtet. Die Besonderheit ist, diese Schweine stehen wirklich nicht auf Spaltenböden, sondern auf Stroh in ihren eigenen Rotten, in kleinen Rotten. Die sind zu 10, 15 Schweinen. Wir stellen sehr, sehr viel her. Wir machen die ganzen Spezialitäten selber. Wir machen unsere verschiedenen Bratwürste selber. Ist schon eine große Palette, die wir selber herstellen. Ja, bisher hatten wir immer ein Hähnchen, unser Kickock noch mit drin. Jetzt haben wir seit neuestem die Fina-Puter mit drin. Die Fina-Puter ist ähnlich wie das Kickock, ohne Antibiotikum, mit Maisfütterung. Das Ganze wirklich auch in kleinen Herden, nicht so in großen Ställen untergebracht. Bio ist hier in Lippler zum Beispiel, ist Bio gar kein Thema. Gerade an der Fleischtheke überhaupt nicht. Also Rindfleisch bekommen wir auch hier aus der Ecke, aus Gümnich. Das ist unser Bauer Mager. Da haben wir unser Limousin-Rind stehen. Und unter anderem nehmen wir dort unser Dry-Age her.